So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns heute mit der Schleife beschäftigen. Das ist auch ein grundlegendes Prinzip, um eine Programmablaufsteuerung in unserem Programm oder allgemein in unserem Algorithmus zu formulieren. Oft ist es so, dass wir verschiedene Anweisungen mehrfach wiederholen müssen. Dabei unterscheiden wir grundlegend zwei verschiedene Schleifen. Also wir stellen uns das mal vor. Ich zeige das mal gerade hier im Struktogramm. So, das ist unser Struktogramm. Das hier beschreibt diese Form des Struktogramms beschreibt klassischerweise eine Zählschleife. Das heißt also, wenn wir diese Form hier haben, praktisch hier ein U, dann beschreiben wir hiermit eine Zählschleife. Zählschleifen, hier innen drin sind die Anweisungen, wir können also eine beliebige Anzahl an Anweisungen hier innen drin haben. Zählschleifen setzen wir immer dann ein, wenn wir genau wissen, wie oft wir die Anweisungen hier innen drin wiederholen müssen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss die 7-mal wiederholen, kann ich das mit der Vorschleife machen. Also wenn die Zahl der Wiederholung bekannt ist, das ist die erste Klasse von Schleifen. Anzahl der Wiederholungen ist bekannt, ich verwende eine Vorschleife. Jetzt kann es aber auch möglich sein, dass wir bestimmte Anweisungen entsprechend oft wiederholen müssen, also dass wir sie in jedem Fall wiederholen müssen, aber dass wir die Anzahl der Wiederholungen nicht wissen. Ich habe jetzt also hier bestimmte Anweisungen. Diese Anweisungen, das können natürlich alle möglichen Anweisungen sein, die wir schon besprochen haben, das können Funktionsaufrufe sein, das können Variablenzuweisungen sein, das können Sie bei allen Schleifenarten hier einbauen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie oft ich bei der jeweiligen Problemstellung diese Anweisungen hier wiederholen muss, dann benutzt man oft eine kopfgesteuerte Schleife, wie zum Beispiel die While-Schleife. Die sieht dann im Struktogramm so aus, dass wir dann hier nicht mehr dieses U haben, sondern in dem Fall, ich mache es jetzt hier mal rot, haben wir hier de facto nur noch diese Form hier. Das heißt, ein auf dem Kopf stehendes L. So, das heißt, hier haben wir dann wieder eine Bedingung stehen. Meistens, was heißt meistens, hier haben wir eine Bedingung stehen, Entschuldigung, hier haben wir eine Bedingung stehen. Und solange wie diese Bedingung, so arbeiten die meisten Schleifen, die meisten While-Schleifen in dem Fall, solange diese Bedingung hier war, wird der Inhalt hier, also der Schleifenrumpf, sagt man dazu, wird ausgeführt. In den Programmiersprachen kann das dann so aussehen, dass wir hier stehen haben, zum Beispiel, schaust mal hier in While, zum Beispiel, ich habe eine Zahl, eine variable Zahl, solange wie die Zahl zum Beispiel kleiner ist als 5, solange soll beispielsweise die Zahl erhöht werden. Das heißt also, wir haben eine variable Zahl und solange jetzt diese variable Zahl kleiner ist als 5, sind wir hier in der Schleife und addieren immer 1 dazu. Beispielsweise, wenn dann diese Variable, sagen wir mal, wir setzen diese Variable zu Beginn auf 0, da gehen wir hin in die Schleife, dann würde die Schleife de facto von 0 bis 4, würde diese dann zählen. So. Im Struktogramm können wir das Ganze sehr allgemein formulieren. Normalerweise formuliert man Struktogramme in allgemeiner Sprache. Aus dem Grund habe ich hier oben den Kopf mal noch so weit weggelassen.
Sie können dann zum Beispiel auch schreiben hier, solange, ruhig auch auf Deutsch, ne, solange Bedingungen, irgendeine Bedingung, die können Sie ja ausformulieren, soll hier der Inhalt ausgeführt werden. Wie gesagt, im Struktogramme, genauso auch im Programm Ablaufplänen, ne, da bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan davon, weil der Vorteil ist, bei der strukturierten Programmierung, na, wenn wir die umsetzen, wäre es besser, wenn wir mit Struktogrammen arbeiten. Das ist eine saubere Struktur und vor allen Dingen können wir dann auch sicher sein, dass wir einen Algorithmus, den wir mit einem Struktogramm formuliert haben, auch wirklich den Regeln der strukturierten Programmierung entsprechen. Im Gegensatz dazu beim Programmablaufplan. Wie gesagt, wir formulieren das hier normalerweise in normaler Umgangssprache. Das muss also nicht sonderlich formal sein. Es sollte Programmiersprachen unabhängig sein, also möglichst allgemein gehalten. Weil, bedenken Sie, Struktogramme genauso wie Programmablaufpläne dienen der Kommunikation. Das heißt also, es ist uninteressant, ob die Maschine das interpretieren kann, sondern es geht wirklich ums Verständnis für uns Menschen. Und vor allen Dingen auch für die Entwicklung eines solchen Algorithmus. Und da kann die Umgangssprache gerade besser sein. So, wie gesagt, das ist diese Form. Eine weitere Form von Schleifen, na, das ist eine fußgesteuerte Schleife zum Beispiel, das ist die bekannte Do-While-Schleife. Die kennen wir auch in den verschiedenen Programmiersprachen. Dann mache ich das hier gerade nochmal weg. Das hier machen wir nochmal weg. So, unten das machen wir auch weg. Die Do-While-Schleife, die setzen wir immer dann ein, wenn der Schleifenrumpf mindestens einmal ausgeführt werden muss. Egal was passiert. Egal wie die Bedingung ist. Im Struktogramm machen wir das ganz einfach so, wir haben ein L, das ist jetzt wunderbar gezeichnet, ich bin der allerbeste Zeichner, so, das ist praktisch hier ein L, hier unten, das ist der eigentliche Schleifenfuß, den wir hier haben, hier können wir dann auch wieder schreiben, solange Bedingungen, tue, irgendwas. Ne? So, und hier oben haben wir dann halt unsere Anweisung, zum Beispiel Anweisung 1 bis Anweisung N. Ne? Und wie gesagt, der Vorteil von dieser Schleife ist jetzt hier, dass wir diesen Schleifenrumpf in jedem Fall ein einziges Mal ausführen. Ne? Wir gehen also hier in die Schleife rein, führen den Rumpf ein einziges Mal mindestens aus und erst dann schauen wir hier, ist diese Bedingung überhaupt noch wahr. Wenn das nicht mehr der Fall ist, gehen wir hier weiter. Wenn es wahr ist, bleiben wir hier drin und führen weiter aus. Und wie gesagt, die Do-While-Schleife sowie auch die While-Schleife, es gibt in den Programmiersprachen verschiedenste Formulierungen. Da gibt es also, es gibt zum Beispiel Repeat-Until-Schleife und. Das möchte ich jetzt hier im Detail nicht alles ausmalen. Also die grundlegendsten Schleifen, das ist einmal die Zählschleife, ne, und die While-Schleife. Eigentlich brauchen wir noch nicht mal die Vorschleife. Es reicht eigentlich schon aus, wenn wir nur eine While-Schleife haben. Mit einer While-Schleife können wir alles machen. Ne. Mit einer While-Schleife können Sie sogar die Verzweigung, die wir im letzten Video besprochen haben, also if-else und so Geschichte, können Sie auch mit einer While-Schleife machen. Das heißt also, Sie bräuchten eigentlich nur eine While-Schleife und könnten damit alle verschiedenen Kontrollstrukturen damit bauen, auch natürlich die Zählschleife. Wie gesagt, in den verschiedenen Programmiersprachen gibt es da unterschiedlichste Implementierungen. Was Sie sich merken können, die Schleifen setzt man nach verschiedenen Problemstellungen ein. So. Problemstellung 1, ich weiß nicht, wie oft ich einen bestimmten Code, also verschiedene Anweisungen, wiederholen muss. Die Anzahl der Wiederholungen ist mir unbekannt. Dann verwende ich eine While-Schleife oder eine Do-While-Schleife. Ne? Also eine Schleife, ganz allgemein, die anhand einer Bedingung prüft, wie oft muss noch wiederholt werden. Und da gibt es die zweite Art von Schleifen,
die kann ich für Problemstellungen ansetzen, wo ich genau weiß, ich brauche so und so viel Wiederholung. Die Vorschleife, zum Beispiel diese Zählschleife, setzt man gerne ein, wenn man über Felder, werden wir noch besprechen, über Arrays, iterieren müssen. Na, dann wissen wir genau, okay, ich muss so weit iterieren, anders überschreite ich die Grenze. Na? So, wie gesagt, es kann auch nicht schaden, wenn Sie mit Struktogramm programmieren. Das gibt dir ein besseres Gefühl, ein allgemeineres Gefühl für die Programmierung, besonders für die strukturierte Programmierung und ist gerade für Anfänger zu empfehlen. Das war es an dieser Stelle schon. Aufgaben finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Wenn Sie Fragen zum Thema haben oder natürlich Fragen zu den Aufgaben haben, können Sie die natürlich übers Kommentarfeld stellen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.